das Bundesministerium für deutsche Arbeit, die Erziehung von Kleinkindern und das Verwalten von unaufgeräumten Flashspeichern erklärte Diekmann im Jahre 2003 für höchst jugendgefährdend und somit indiziert aufgrund von den Norms der Schlechtigkeit. Tai ist trotzdem, oder auch gerade dessen, im Begriff, dieses Verbot zu passieren und sich an das psychisch gefährlichste Spiel der Welt zu wagen. Ob die Polizei, das CIA, der KGB, die AGB, das Kollegium der örtlichen Grundschule oder die internationale Müllmännervereinigung ihn jemals fassen werden, steht noch in den Sternen. Sehen wir ihm doch vorerst zu, wie weit er gelangen wird. So, da wären wir in einem Raum mit Betten und einem Hakenkreuz. Finde ich interessant. Eine Weinflasche ist bestimmt sehr gute Chardonnay. Da haben wir einen Ventilator. Springen können wir sogar, aber unser Ventilator, da können wir locker unseren Kopf reinstrecken, ohne irgendwelche Probleme zu kriegen. Hier haben wir eine Wuschtür. Und hier haben wir ein unpassierbares Dingens. Gehen wir doch mal durch die Wuschtür. Hier haben wir nichts, bis auf irgendwelche Flecken. Und eine sehr überstrahlte weitere Wuschtür. Und noch eine. So. Dann haben wir weitere von diesen Fenstern. Weitere Wuschtüren. Und hier irgendwas. Gehen wir doch mal hier rein. Greetings, I am General Bot, the leader of this resistance. Und du? What the fuck? Was zum Teufel? Das Spiel ist gar nicht buggy. Und du? Ah, du steckst deine Beine gerne in Dinge. Kann man es kaputt machen? Oh, oho. Ich kann Dinge bewegen. Finde ich interessant. Kann ich auch dich greifen oder so? Nein, ich kann dich aber durch die Gegend schieben. Finde ich höchst lustig. Hey, willst du einen Kaffee? Bart? Ja. Dann nicht. Wuschtür! Und den anderen Raum. Du hast mir wohl nichts zu sagen. Das kann ich auch nicht aufheben. Hast du mir was zu sagen? Anscheinend nicht. Hübsch texturiert und so hochauflösend. Damit kann ich auch nichts machen. Ohne Überwachungskamera. Film mich! Film mich! Ich habe etwas Dampf und ein mysteriöses Etwas. Ist einfach nur ein Wassertank mit ein paar Neonröhren rumgewickelt. Nichts Specialiges. Von hier kamen wir, aber hier war noch eine Wuschtür. Was haben wir hier denn? Nur Kaffee. So eine Box. Und ein PDA. Was im Tisch verschwunden ist. Gut. Das hilft uns viel weiter. Aha. Wie nehmen wir das? Ah, mit Enter. Okay. Gut. Was macht diese Kiste? Geh weg! Hilfe! Danke. Das Waffenmodell ist aber gar nicht so schlecht. Gut, ranzoomen können wir auch. Können wir dich töten? Locker headshotten? Schade. So, was haben wir hier? Irgendwelche Zweiter Weltkrieg-Kanonen oder so? Hast du irgendwas zu sagen? Lady? Hallo, du hast aber einen schönen... Okay, lassen wir das. Hier haben wir irgendwelche Automaten. Was steht denn da drauf? Kogubi! Ernsthaft? Hier das. Und hier ein Kaugummi-Automat. Und hier das. Das passt so wunderbar. Zigaretten, natürlich. Was hätte man anderes erwartet? 66 Schuss haben wir übrigens insgesamt. Das ist vielleicht irgendwie bemerkenswert. Oho. Wow, was? Man kann mit R nachladen? Ah, mit F kann man Grenade Launcher. Okay. Gut, gut. Man kann also auch zielen, Rechtsklick und so. Das haben wir ja alles schon.
Dieses Loop im Ladebildschirm wiederholt sich gar nicht nervig. Ist auch gar nicht kurz. Ich kann mich nicht bewegen. Ich würde mich aber gerne bewegen können. Was wird das? Ah. Okay, du hast irgendwas zu sagen? Soldier, this is a temporary hideout for the resistance. I'm Sergeant Gray. Okay. So, hier oben. Press Enter to use. Ah, okay, jetzt haben wir hier ein bisschen was genommen. Nehmen wir hier noch ein bisschen was. Was? Ich habe gerade Schaden gekriegt. Hier ist noch mehr. Mit Alt schlagen wir. Okay. So wechseln wir auf Pistole mit 2. Auf 3 haben wir nichts. Ich dachte eben nach. So, und hier hat es ja schon irgendwas abgeschossen. Anscheinend. Ah, stimmt. F ist Granatenlauncher. Aber wir haben keine. Aber hier liegen ja welche. Von wo kommt das? Was ist so ein Top? Was? Wo? Ach da. Nee. Ich habe keine Ahnung, von wo das kommt. Es muss ja durch die Wand gerade kommen oder sowas. Können wir jetzt Grenades? Nein. Hä? Ach, müssen wir erstmal nachladen. Schön. So, ich würde sagen, ziehen wir gleich mal in den Krieg. Wow. Und jetzt schon tot? Das geht irgendwie halbwegs schnell, findet ihr nicht? Wie viele sind das? Ich sehe auch gerade irgendwie gar nichts. Weil dieser Bildschirm so scheiß dunkel ist. Ernsthaft, ist es jetzt so ein Alien-Shooter im Zweiten Weltkrieg-Szenario? Das ist das, was wir alle noch gebraucht haben. Wir alle. Keiner sei ausgenommen. Keiner. Was? Wo? Hier ist niemand. Ja, dieses Spiel ist echt lustig. Halt, Deutsch? Wir sind aber offensichtlich keine Deutschen. Finde ich ja interessant. Ich weiß gar nicht mal, wo die Schüsse herkommen. Ich renne hier einfach mal durch. Okay, durchrennen funktioniert auch nicht. Also, dieses Spiel ist echt das Beste, was ich je mal wegen gespielt habe. Es macht super Spaß, super Sinn und es ist auch gar nicht nervig, unverständlich oder unlogisch. Überhaupt nicht. Die Charaktermodelle, gerade der Aliens, sind hervorragend. Die Waffenmodelle sind richtig schlecht, die gab es noch nirgendwo schlechter. Man stirbt echt, also man lebt echt richtig lange. Das ist unglaublich, wie lange man überhaupt lebt. Wie lange, wie weit fliegt, wie kurz fliegt so eine Granate denn bitte? Das ist äußerst lustig. Nun ja, und hier vergeht mir auch schon die Lust an diesem Spiel. Und ich würde sagen, das ist jetzt auch mit Abstand mein allerlängstes Let's Play von allen. Und ich wünsche euch noch einen erholsamen Abend. Ja. Dieses Spiel ist super!